Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladin und Freunde der Elektrolyt-Höhlen zu einem neuen Part Pokémon Die Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Heute werden wir mal hier direkt in die Elektrolyt-Höhle starten. Und was sehe ich da? Ein gelbes Netz. War Spider-Man vor Ort oder was? Der gelbe Spider-Man. Danke fürs Warten. Das sieht mir ganz genau nach dem Netz eines Elektro-Pokémons aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat, aber wenn das für euch kein Problem darstellt, dann will ich euch gerne helfen. Ich bin schließlich ein Arenaleiter. Anzwerg Rockarmein, tu, was du tun musst. Und weg ist es. Hier, diese Themen sollte dir gehören. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig deinen Pokémon beibringen kannst. Zwingi hält das Item Dampfwalzer. Oha, ja, das kennen wir aus dem Pokémon-Kampf mit Turner. TM 78 wurde in der TM und V-Untersche verschaut. Ich spreche von Dampfwalze. Diese Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und senkt seine Initiative. Boden-Pokémon sind oft nicht gerade die schnellsten, aber mit Dampfwalze sollten sie diese Schwäche irgendwie ausgleichen lassen. Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball. Bis du es geschafft hast, deine Grenzen bestimmst du allein. Wenn du dir etwas fest vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Ja, und was ich jetzt schaffen werde, ist die Elektrolyt-Höhle. Willkommen in der Höhle. Und wen sehe ich dort? Erst ein wildes Pokémon namens Ratzapf. Ich brauche aber kein Elektro-Pokémon, ich brauche immer noch ein Wasser-Pokémon. Naja. Können wir uns vielleicht mal einen Carpador unterwegs angeln. Dass wir eine Angel haben. Und da sehe ich einen N. Oha. Wer seid denn ihr? Hier entlang. Hier, was denn? Der Trainer, den du sehen wolltest. Ach, der muss den ja wieder schnell sprechen. Danke. Du hast eine Bekanntschaft mit den Mitgliedern des Finsterstreuers gemacht. Das sind Angehörige von Tiplasma, handverlesene Untergebene von Zeges. Wie es scheint, waren sie übrigens auch in das Voltuna-Netz am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Die Elektrolyt-Höhle, ich liebe diesen Ort. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier einen Menschen gäbe, wäre dieser ideale Ort für mich. Wie dem auch sei, du wurdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht dich das? Nein. Pah. Naja, was wundert's mich? Wenn du nicht verstehst, was ich mit meinen Worten andeuten will, können sie dich kaum überraschen. Ich habe Gates von euch erzählt. Er hat daraufhin das Finster-Trio für angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Scheren jagt einem naiven Ideal der größten Stärke hinterher. Und Bell ist hingegen der traurigsten Erkenntnisse erlangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du, dich prägt erkennst dieser Extreme. Du setzt dem Ganzen eher neutral gegenüber. Was wohl auch gut so ist. Das Team Plasma dauert bereits weiter vorn auf dich. Gizis will herausfinden, was als Trainer wirklich drauf hast. Der muss mal lernen, langsamer zu sprechen. Wie ich
eindeutig lernen muss, schneller zu sprechen. Sehr harte Gegenteile. Aha, interessanter Pokémon-Name. Brandstempel vielleicht? Ach ja, ich muss noch jemanden diese Walz dabei bringen. Die Walz-Attacke. Cool. Gefällt mir das Pokémon. Ich überlege mir... Hallo? Wer kommt denn da? Ich wollte doch gerade eine Attacke beibringen. Zwergi, wusstest du schon, dass sich diese Schwebesteine verschieben lassen? Ja, wusste ich schon. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Hab das schon mal komplett durchgespielt. So ist es doch, nicht wahr, Professor? Oh, auch noch der Professor. Die Professor wohl nur zu sein. Ganz recht. Na, geht's dir gut, Zwergi? Wir haben uns lange nicht gesehen. Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Vater hat mich darum gebeten, das Klick zu erforschen. Ein Pokémon, was ein Zahnrad aussieht. Da ich mich bei meiner Forschung ja mit dem Ursprung der Pokémon beschäftige, dachte sich mein Vater wohl, dass er mit dieser Aufgabe auch noch aufbrummen kann. Naja, ich liebe meine Forschung, also mache ich das gern. Ach ja, bevor ich vergesse, das hier ist für dich, Zwergi. Ein Glücksei erhalten. Oha! Können wir ein Ei ausbrüten? Ich würde auch noch einen Klick sammeln, können wir es auch mal erforschen. Wenn du dieses Glücksei in den Pokémon gibst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen. Bedenke, je stärker dein Pokémon, desto leichter wird es dir gefallen, deinen Pokédex mit Starten zu füllen. Okay. Ein wildes Watzzapf. Joa, will ich nicht. Brauche ich nicht, lass mich gehen. Was? Ja, dann fange ich mir erstmal an. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Los, Hyperball! Hyperball, genauso. Na komm! Ach, der ist ja noch nicht mal ansatzweise geschadet. Okay. Finde ich eine Attacke, die irgendwie nicht komplett kaputt haut. Und da muss ich, glaube ich, mal das Team wechseln. Ich nehme Lisa dafür. Ich glaube, die kriegt das hin. Die hat eine Attacke, die das nicht komplett umhaut. Joa. Die Attacke sieht episch aus. Oha, die bringt auch was. So. Hast du eine Attacke für mich, die was bringt? Wie wär's mit Aquawelle? Könnte was nützen. Ja, könnte noch ein bisschen besser, aber... Oh, ist verwirrt, das ist gut. Das ist ja nicht gut. Nein. Das ist scheiße. Wo sind meine Tränke, wenn man sie mal braucht? Nehmen wir doch diesen Supertrank hier. Uiuiuiui. Ziemlich effektiv, das Donnerstag. Hey! Was soll denn der Mist? Huha. Versuch's nochmal mit einem Hyperball. Hyperball! Oder auch auf Englisch Hyperball! Los, komm! Eins! Ah! Mist! Oh! Special Attacke! Ja gut, mein Team ist jetzt noch nicht so darauf auf Fangen spezialisiert, also
Die auch besiegen, also. Ahem. Das. Ja, das ist ziemlich. Das könnte ein bisschen dauern. Wenn ich jetzt immer bis einsetze. Und wenigstens schlägt es nicht zurück. Perfekt. Okay, noch einmal. Okay, eigentlich könnten wir noch mal, aber ich versuche es jetzt mal mit einem Pokéball. Los. Hyperball. Klingt doch cool, Hyperball. Los. Los, eins. Zwei. Drei. Yay. Klick gefangen. Nee, dem geben wir jetzt keinen Spitznamen. Der hat eh schon einen guten Namen. So. Dürfte ich mal? So, dankeschön. Was? Was zum? Gibt's doch nicht. So viele Watzzaps hier. So. So. Und da wartet natürlich ein wildes Pokémon auf uns. Natürlich. Genau an dieser Stelle. Warum denn auch nicht? Ein wildes. Ich hab doch schon einen Klick. Brauche ich nicht. Habe ich schon. Paraheiler. So hervorragend. Was ich jetzt noch unbedingt schnell machen muss, Ben einen Dampfwalzer beizubringen. Er hat jetzt Armstoß vergessen und Dampfwalzer erlernt. Ein wildes Pokémon. Jetzt haben wir hier einen Kastador. Ja, du bist hässlich. Verpiss dich. Hässliche Kastadurs gehen hier gar nicht. Oha, 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 Angreifer. Item Hellball gefunden. Yippie-yay. Ich bräuchte eigentlich mal ein Schutz-Item, oder? Wäre, glaube ich, ganz, oha, wäre ganz vorteilig. Und ein Trainer. In dieser Höhle findet man überall elektrische geladene Gesteine. Überall. Diese Felsen laden mich förmlich mit Tatendrang auf. Er könnte alternativ ein bisschen hyperaktiv sein. Würde ich mal sagen. Hyperaktiver Professor setzt. Los, Ben. Da würde ich mal sagen, testen wir direkt mal die Dampfwalze. Weil es so episch ist. Und zack. Dann vibriert der Boden. Dann wackelt der Boden. Und alles bricht in sich zusammen. Auch Klick. Feuersäule nochmal und dann ist das erledigt. Beste Attacke. Beste Attacke. Gewissheit? Nee, Quatsch. Was willst du denn damit? Du bist halt nicht erlernen. Verrückten Professor besiegt. Oha! Nanu, Ben entwickelt sich. Dip, 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 dip. Das hatten wir ja lange nicht mehr. Und es entsteht ein. Glückwunsch, dein Ben wurde zu einem Flambirex. Bestens. Und wieder eine Entwicklung. Im Part. So, weiter geht's. Und ultimativ. Alles. Macht die ganze Höhle. Oh, den hatten wir noch gar nicht. Silimantur. Die ganze Höhle strotzt vor Energie und vor Elektrizität. Oha, hier muss ich eigentlich gar nicht lang. Hilfe! Oh, hat mich nicht gesehen. Aber jetzt. Ich überzeuge. Ich überprüfe, ob du das Zeug für die Pokémon-Liga hast. Hast du jetzt schon? Ist das schon die Siegestraße? Oh, und nu. Von der anderen Seite hier. Den hier schubsen. Und den hier schubsen. Dann können wir hier durch. Ah, alles klar. Soweit ich weiß.
Hoppla, was ist da? Oh, ein weiterer Geschichtsteil. Hallo, hast du etwas gefunden? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile eigentlich genügend Daten beisammen. Die Höhle gibt es schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien, die darauf hinweisen, dass das Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Woher kamen die Pokémon? Wohin sind sie gegangen? Wenn ich Antworten auf diese Frage finde, könnten wir in noch größere Harmonie mit ihnen zusammenleben. Davon bin ich fest überzeugt. Du Zwergi, Pokémon sind schon faszinierende Lebewesen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, warum denn diese großartigen Geschöpfe sich überhaupt mit uns abgeben. Kann ich dann mal weiter? Oha! Schattentrio schon wieder. Komm mit! Punkt, Punkt, Punkt. Vor uns liegt eine Treppe, die nach unten führt. Dort wartet die Plasma auf dich. Na denn. Hypertrank gefunden. Ich meine Hypertrank. Schubs. Weiter geht's. Trainer Ahoi. Ich liebe Orte, wo meine Inspiration durch kleine Stromstöße geweckt wird. Auf uns hier unten. Okay, da geht's nicht lang. Ein Zaplardin. Was ist denn das? Eine Kaulquappe. Barpfen. Hier hinten längs. Okay, der wollte gegen uns nicht kämpfen. Aber du. Team Galaktik. Nein, nicht Galaktik. Wie hießen die nochmal? Plasma. Plasma attackiert. Team Plasma Rüpel herausfordert. Sven. Genau, herausfordert. Schwierig. Ist gute Würzen. Samenbomben. Wer auch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ganovide. Besiegt. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Zeroex. Samenbomben. Ja. Nun dürfen wir ja schnell durch sein. Nutz wurde verwirrt. Okay. Die setzt trotzdem was ein. Samenbombe. Sau. Zeroex erledigt. Und der nächste bitte. Kuck. Ah, da. Samenbomben, los, Samenbomben. Mach schon. Verletz dich ja selbst. Los, komm. Mach schon. Kugnada besiegt. Kugnada und Kugnada ist nicht ganz klar. Wie konnte ich nur verlieren? Kämpfst. Und du so? Auch noch ein paar schwächere Pokémon. Ach, nur ein Pokémon. Dein Ernst? Ein Zuroix. Komm, ein bisschen mehr kannst du schon raushauen. Ich setz einmal Samenbomben ein. Haben wir's auch. Bald. So, noch einmal Samenbomben. Zack. Ups. Und damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das hätten wir aber auch.
Bestens. Hervorragend. Erstmal. Und der nächste. Ich habe ja auch noch Ben. Los geht's. Plasma. Die Mitglieder mal nicht. Und Kämpfer auch nicht. Nicht wirklich. Ratitox, das passt doch zu Team. Plasma. Hatte ich kurzfristig vergessen. Ratitox, das wird jetzt mein Lieblings-Pokémon. Müsste ich mir eigentlich auch mal ins Team holen. Einfach mal aus Spaß. Ratitox muss ich auch mal noch fangen. Los, Ben! Wie schaffst du es? Na denn, Dampfwalze. Einmal den Müll beseitigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer ist der Nächste? Auch nicht besser. Hier, Panare. Nachthieb? Nee. Das war kein Nachthieb, das war was anderes. Hab ich nicht verlesen. Folterknecht. Des Todes. Los, Feuersäulen. Verbrannt. Und da geht sie hin. Da scheidet sie hin. Jetzt, wie viel haben wir hier noch? Und du bist noch dran. Plasma-Logo. Pokémon. Da wird langsam mehr. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt am Ende noch der entfernte N, gegen den ich kämpfen muss. Oder nicht? Irgendwer war das am Ende dieses Tunnels, dieses Berges, gegen den ich noch bekämpfen muss. Vielleicht ist es auch nur Scheren. Aber ein Kampf kommt dann noch, bevor ich aus der Höhle raus kann. Dampfwalze. Dann wird ja alles platt gemacht. Jetzt sein Müll wird hier zu einer Masse verarbeitet und dann auf die Deponie gebracht. Oh, noch ein Unterschied. Wie viel Müll hast du denn hier an der Tasche? Willst du alles an mich ausliefern? Ha, kannst du vergessen. Ich bringe deinen Müll nicht raus. Bring doch bitte endlich meinen Müll raus. Nein, mache ich nicht. Kannst du vergessen. Hat er auch noch Müll dabei. Ja. Die Pokémon. Langsam wird langweilig. Langsam wird es ein bisschen langweilig. Team Plasma mäßig. Ein bisschen spannend wird's, weil mein DS langsam anfängt rot zu blinken. Also der Akku aufladen werden müsste. Aber ich nicht kann, wenn ich gerade aufnehme. Dampfwalze haben wir hier noch von. Wird ja als heute platt gewalzt. Sind wir fertig. 37. Ich müsste eigentlich auch mal die anderen Pokémon einsetzen im Kampf, aber die sind tot. Sind weg. K.O. Mann, jetzt muss hier mit Ben gekämpft werden. Ah, kommen noch mehr von denen. Nein. Na komm, her damit. Du noch. Dann zeig mal, was dein Trainer drauf hat, der arme Pokémon so ausnutzt wie du. Das war jetzt der erste, den ich vorgelesen habe. Yippie-yay. Jetzt wird's langsam spannend. Mein 3DS blinkt extrem rot. Ich müsste vielleicht mal zwischenspeichern. Bei der Gelegenheit. Und wir diese Trainer nicht alle nochmal von vorne machen müssen. Vielleicht kommen wir ja schnell aus diesem Kampf hier raus, dann können wir mal speichern. Das ist hier wirklich spannend. Ja, zögern den Kampf noch heraus. Los, Feuersäulen. Ich will speichern. Ich will wirklich peinlich.
das Ganze nochmal von vorn zu machen. Haben nämlich nur ein Jahr nicht gespeichert, diesen Part. So, Speichervorgang. Komm schon. Wenn das jetzt abkratzt, dann kann ich wenigstens an dieser Stelle fortführen. So, weiter jetzt nach oben. Sieht schon ziemlich so aus, als wären wir bald da. So. Da ist N. Den müssen wir jetzt noch kämpfen. Gut, dass ich meinen Pokémon nicht geheilt habe. Das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt man die Welt damit. Feinsäuberlich in Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Sag, Zwergi, hast du auch einen Traum? Ja, ich habe einen Traum. Du hast also einen Traum, das ist ganz vortrefflich. Dann lass mich doch bitte einen Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum verwirklichen möchtest. Nice. Absolut nicht geheilt, mein Team. Absolut am Ende. Lieber. Muss durch die ganze Höhle nochmal latschen. Wie seht ihr mein Team? Das ist praktisch nicht nutzbar. Eventuell kann hier Ben nochmal mit Fiebertrank ein bisschen stärken und er schafft das alleine. Was ich nicht glaube, aber naja. So, mein Dampfwalzer einsetzen. Haben wir noch ein paar AP. Ja, natürlich. Das hätte ich eigentlich erwarten sollen. Das ist ein bisschen zäh, aber das sieht jemand tun. Bunny Check. Nicht das Beste, weil sieht auch mir was ab. Ja, Katapult. Oha. Da ich Respekt vor, obwohl es mir nicht sehr viel abzieht. Dampfwalze. Na komm. Eisenabwehr. Oder Eigenabwehr, so genau habe ich es nicht gelesen. So, sieht doch ganz gut aus. Feuersäulen einmal. Machen wir zumindest das erste Pokémon schon. Wenn sie die Mantu besiegt. So, wer als nächstes? Ein Watzzapf. Davon hatten wir auch schon hier noch. Ein Brandstempel. Mal ausprobieren. Hat noch alle AP. Fast alle. Oh, hat geschafft. Hat es geklappt. Vielleicht sind wir Level 38. Und ein Klick. So, haben wir. Und der Brandstempel ist ziemlich effektiv, muss ich sagen. Und ein Castador. Wo fängt sich denn dieses Pokémon? Sein letztes. Juhu. Auf geht's. Besiegt. Perfekt. Und ich dachte, ich muss nochmal zum letzten Pokémon Center und die ganze Höhle nochmal machen. 38. Gewissheit. Kannst du vergessen. Gewissheit gibt's ja nicht. Gewissheit gibt es im Leben niemals. Ich, warum nur? Schweren Herzens habe ich mich in die Rolle des Trainers begeben und habe doch nur verloren. So werde ich meine Wirklichkeit niemals erreichen können. Ich verdiene die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Lässt mich durch. Bell, du willst jetzt auch noch gegen mich kämpfen, oder? Es ist nicht mehr weit bis Panero City. Oh. Professor Escher, du auch hier. Du hast gute Ohren, Bell. Ich staune, dass du selbst auf dieser Entfernung die Stimme von Zwergi ausmachen konntest. Aber sag mir, Zwergi, wer ist dieser Trainer da bei dir? Das ist N. Da fürcht ein N. Professor Escher. Professor Escher, N. Ich bin euer Kontaktmann heute. Irgendwas über Beziehungen arbeitet dort zu Trainern und Existenz von Pokémon, laber. Woher stammt nun diese große Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast
deine Sicht der Dinge und ich meine. Keine der anderen Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Sie sollte letztlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte. Das kann ich nicht gelten lassen, Menschen mit ihrer Sicht der Dinge für den Pokémon nur leid zu. Ich kann meine Augen vor solch großen Unrecht nicht einfach verschließen. Ja. Egoist. Ich sehe schon. Ich werde ihn nicht so einfach von meiner Meinung abbringen, von seiner Meinung abbringen können. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über diese Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln, um unsere Freundschaft mit den Pokémon weiter zu vertiefen. Müssen wir so viel wie möglich über seine sie in Erfahrung bringen. Und Bell verschwindet auch. Du Zwergi, ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Escher. Also würde ich sie begleiten. Mach das, ich verschwinde aus dieser Höhle. So schnell wie möglich. So, Pokémon Center, schnell die Pokémon heilen und im nächsten Part geht's dann hier in Panero City weiter. Das war vielleicht mal eine lange Höhle. Dann freue ich mich auf den nächsten Part. Haben wir einen Pokémon dazu bekommen und sind durch diese sehr schwere Höhle durchgekommen. Wir fahren Panero City, speichern mal zwischen, damit der Spielstand nicht verloren geht und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Däumchen nach oben, klickt auf das Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte dieser Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, gehabt euch wohl, haut's rein, bis zum nächsten Part.